Im Krieg dürfe man eine Sache nie vorzeitig verloren geben. Die Gebirgsjäger sollten bleiben und die Stellung halten. Hitler gibt nach. Die Kämpfe ziehen sich noch bis in den Juni hin. Und die Wochenschau gibt sich natürlich siegessicher. Der Feind, der hier uns vielfach überlegene Truppenmengen konzentrierte, versucht immer wieder, neuen Boden zu gewinnen. Aber unsere Soldaten stehen auf der Wacht. Die Engländer werden, wie so oft schon in den letzten Wochen, zurückgeworfen. Die Luftwaffe nutzt besseres Wetter, um endlich Nachschub zu bringen. Am 10. Juni muss Norwegen kapitulieren. Jodls Einspruch hat den Erfolg gebracht. Auch wenn der strategische Nutzen des Feldzuges umstritten ist. Das Ganze war nur insofern erfolgreich, weil die Deutschen ihre wesentlichen Ziele alle erreichten. Das Zusammenspiel zwischen Heer, Luftwaffe und Marine hatte ziemlich gut funktioniert. Auf der anderen Seite, im größeren Zusammenhang aber, muss man die Operation als strategischen Fehler werten. Die Deutschen verloren in Narvik ja eine große Zahl an modernen Zerstörern. Und durch diese Verluste wurde die einzige Chance, durch eine erfolgreiche Invasion Englands den Hauptgegner zu besiegen, natürlich stark gemindert. Für Jodl ist der trügerische Sieg ein weiterer Karriereschub. Fortan sitzt er bei Tisch gleich neben Hitler, als engster militärischer Berater. Im Frühjahr 1941 weilt der Diktator im Kreise seiner Entourage auf dem Berghof bei Berchtesgaden. Eva Braun erfreut sich seiner selten gewordenen Anwesenheit. Unten im Tal, in Sichtweite, arbeitet Jodl in einer Außenstelle des Oberkommandos schon am nächsten Angriffsplan. Den hält er für ein großes Wagnis. Die Sowjetunion soll überrannt werden. Unternehmen Barbarossa. Ein Krieg ohne Regeln, ohne Rücksicht. Auf Jodls Schreibtisch liegt auch der sogenannte Kommissarbefehl. Politfunktionäre der Roten Armee sind sofort zu beseitigen. Ein Mordbefehl. Jodl hat ihn nicht formuliert, aber abgezeichnet. Mit dem Angriff auf die Sowjetunion lässt sich die Wehrmacht endgültig verstricken in die Verbrechen des Regimes. Kommissare, Gefangene, Juden. Millionen werden ermordet. Die meisten deutschen Soldaten haben damit direkt nichts zu tun. Und dennoch sind es allzu viele, die Schuld auf sich laden. Was weiß Jodl vom Jahrhundertmord? Ich weiß, wie unwahrscheinlich alle diese Erklärungen klingen. Aber sehr oft ist eben auch das Unwahrscheinliche wahr. Ich kann nur im vollsten Bewusstsein meiner Verantwortung hier zum Ausdruck bringen, dass ich niemals mit keiner Andeutung, mit keinem Wort, mit keinem Schriftstück von einer Vernichtung von Juden gehört habe. Der wichtigste Manager des Kriegs an Hitlers Seite, weiß er wirklich nichts von dessen eigentlichem Ziel? Ein General, bei dem alle Informationen von den Fronten zusammenlaufen, der jeden Tag stundenlange Besprechungen mit Hitler hat. Oder will er sich nur nicht erinnern? Jodls Neffe Franz von Bouillon erinnert sich. 1941 lernt er bei Minsk einen Täter kennen. Ich sage, was machst du denn in Minsk? Und da sagt er, du wirst es nicht glauben, ich muss Juden totschießen. Und da hat er mir gesagt, ich sage, das glaube ich dir nicht, das musst du mir zeigen. Und dann hat er gesagt, also jetzt pass Kost auf, es ist Sommer, du kannst dich hier in den Wald legen mit einer Decke und kannst schlafen. Und morgen früh kannst du das beobachten. Da wurden lange Gräben gezogen. Dann wurden die Juden zusammengebunden, an linker Hand, an rechter Hand. Und dann wurden sie erschossen mit Maschinenpistolen und Maschinengewehren, kippten rückwärts um
in die Löcher rein. Und dann kam die nächste gegen die nächsten dran. Die mussten Erde drauf schütten, ob tot oder lebendig. Und wurden dann auch erschossen. Und dann habe ich mir gesagt, du musst doch mal den Onkel Alfred informieren. Ich habe die Tante Irma angerufen, habe ihr das erzählt. Und dann hat sie gesagt, sie wird mit ihrem Mann darüber sprechen. Selber sprechen könnte ich nicht, wohlgemerkt. Und dann ist sie, rief sie mich zurück und sagte, er hat überhaupt keine Ahnung von sowas. Das ist alles Sache von Bormann. Er weiß nichts darüber. Nach dem Krieg wird Jodl sagen, wenn er gewusst hätte, dass Hitler ein Verbrecher ist, dann hätte er die Konsequenz gezogen. Selbstbetrug. Ein Dokument aus dem September 1943. Jodl kündigt der Wehrmacht in Dänemark die Deportation der jüdischen Bevölkerung an. Er ist kein Mörder, aber einer, der das Morden möglich macht. Ein Mann, der auf einer derartigen Kommandohöhe stand, musste wissen, was sich also zum Teil also vollzog. Vieles hat er nicht gewusst. Nun gibt es natürlich also auch noch die Neigung, wegzusehen, wenn man also nicht hinsehen wollte. Aber dass er ahnungslos gewesen wäre, ist also infame Apologie. Jodls Welt ist mit Stacheldraht umzäunt. Hier im Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen verbringt er den größten Teil der Kriegsjahre. Im Bunker oder in seiner eigenen Baracke finden mehr als 5000 Besprechungen mit Hitler statt. Eine Welt fernab der Wirklichkeit. Eine Mischung aus Kloster und KZ, wird Jodl später sagen. Ein Ort, an dem das Gewissen seinen Dienst versagt. Von hier aus wird der Krieg gesteuert. Hitler befiehlt, Jodl berät, bessert nach und gibt das Ergebnis an die Truppe weiter. In der Telefonzentrale des Hauptquartiers arbeitet der Soldat Alfons Schulz. Er hat Jodl gut gekannt. Er war eine sehr introvertierte, pflichtbesessene Persönlichkeit, nicht? Der hat also meines Erachtens keinen besessen, der wirklich, wollen wir sagen, Freund war in dem Sinne, nicht? Zur Freundschaft gehört ja auch eine gewisse Öffnung der Persönlichkeit. Sie nennen ihn den großen Schweiger. Er wird respektiert, weil er Hitler ab und zu widerspricht, weil er kein devoter Speichellecker ist, wie sein Vorgesetzter Keitel, den alle nur Lackeitel nennen und den Hitler nur wegen seines blinden Gehorsams im Amt lässt. Doch glücklich ist Jodl nicht. Nie sieht man ihn lachen. Nur selten geht er ins Casino. Kein Privatleben, kaum noch Kontakt zur Freundin Luise. Auch nicht zur Gattin Irma. Im Gegensatz zu Keitel, der jeden Tag mit seiner Frau telefonierte, nicht, hat Jodl eigentlich überhaupt kein Privatgespräch da geführt. Also irgendwie war in der Beziehung anders. Nach der Niederlage der Wehrmacht vor Moskau im Winter 41 glaubt Jodl nicht mehr an den Sieg. Doch er schweigt, wider besseres Wissen. Kritik übt er nur als Fachmann. Wenn es also zu ganz falschen Entscheidungen von Hitler kam und wenn die einfach so unsinnig war, dass man das merken musste, dann ist er
einer der wenigen gewesen, der nicht Jawohl gesagt hat, sondern ihm widersprochen hat. Den Sinn des Krieges stellt er nie in Frage. Ich meine, also aus meiner Beobachtung, dass Hitler aus dem Jodel doch also vielleicht am meisten unter den Militärs vertraut hat, nicht? Der Krieg im Osten ist kein Blitzkrieg mehr. Im Sommer 1942 kann die Wehrmacht zwar noch einmal gewonnene Schlachten tief im Inneren der Sowjetunion vermelden, doch die Euphorie ist trügerisch. Noch einmal Hunderttausende Gefangene, viele totgeweiht. Noch einmal ganze Landstriche verwüstet, entvölkert. Die Rote Armee aber ist nicht geschlagen. Ihr Gegenstoß ist nur eine Frage der Zeit. Und Jodl weiß das. Hitlers neuem Operationsplan im Süden der Ostfront begegnet er mit Skepsis. Zwei Ziele gleichzeitig. Stalingrad an der Wolga, die Stadt mit dem Namen des Gegners, und die Kaukasusregion mit ihren Ölfeldern. Jodl und die meisten anderen Generäle warnen. Zersplitterung der Kräfte. Doch Hitler bleibt bei seinem Plan und die Fachmänner fügen sich. Gefangen im Geflecht von Gehorsam und dunkler Faszination. Auch Jodl. Im August erreicht die 1. Gebirgsjägerdivision den Kaukasus. Sie soll strategische Höhen sichern und Übergänge freikämpfen. 2000 Kilometer fern der Heimat. Zum ersten Mal in diesem Feldzug kämpfen die Bergsoldaten tatsächlich im Gebirge. Leutnant Heinz Heidenreich gehört zur Vorhut. Da waren sehr erfreut, wie es geheißen hat, wir kommen jetzt aus dem Kuban-Gebiet raus, über den Don, dann runter die lange Steppe in Kaukasus. Endlich, wir Gebirgsjäger, endlich einmal aus dem Flachland raus ins Gebirge. Wir waren recht froh und haben aber nicht gewusst, was auf uns zukommt. Die Propaganda filmt den Krieg im Gebirge wie eine Skifreizeit. Schnee im Sommer. Militärisch sind die Gipfel ohne Wert. Nur die toten Gegner im Film erinnern an die Wirklichkeit. Für die Wochenschau steigen die Gebirgsjäger sogar auf den höchsten Berg des Kaukasus, den Elbrus. Weiter unten stockt der Vormarsch. Solange das Gelände einsichtbar war, bis zum Passen auf und drüben ein Stück hinunter, ist ja flott vorwärts gegangen. Da ist der Feindwiderstand gebrochen worden. Ohne Schwierigkeit. Aber dann in diesem Dickicht drin, da braucht er bloß ein Maschinengewehr hinstellen und es kommt nichts mehr weiter, wenn man nichts sieht. Hitler sucht die Schuld bei anderen. Den Kommandeuren vor Ort fehle der Mut, sagt er. Sie hätten seine Befehle missachtet. Jodl widerspricht. Die Befehle seien genau befolgt worden. Die Kräfte seien zu schwach. Der ganze Plan verfehlt. Die anderen Generäle wissen, dass er recht hat und schweigen trotzdem. Jodl war es, der den Finger in die Wunde legte. Er stellte klar, dass es hier nicht nur um Fähnchen auf einer Karte ging, sondern um Truppen mit begrenzten Möglichkeiten. Und er hatte natürlich recht. Jodl fällt in Ungnade. Er solle Jodl antwortet aufbrausend, er sei nicht dazu da, Unsinniges weiterzugeben. Das Ende einer Karriere in der Wolfsschanze? Ich habe nie in meinem Leben einen solchen Wutausbruch eines Menschen erlebt. Er kam von diesem Tage an nie mehr zum Essen. Der Lagevortrag fand nicht mehr in meinem Kartenzimmer statt, sondern in der Unterkunft des Führers. Der Führer gab mir überhaupt nicht mehr die Hand.